Freunde und Freundinnen. Ich freue mich, euch in Teifens Geschichtskanal zu begrüßen. Heute möchte ich über das Gotha-Programm von 1875 sprechen. Das Gotha-Programm hat alle linken Parteien beeinflusst. Das gilt auch für die Türkische Republik. Diese Errungenschaften waren einige der Maxime für einen sozial verantwortlichen Staat. Siehe die sozialen Aspekte im Grundgesetz oder in der Weimarer Verfassung. Siehe die türkische Verfassung auch im Bereich der sozialen Verantwortung. Ich möchte einleitend noch sagen, dass ich Tayfun Pekcimaz heiße und seit 1964 in der Bundesrepublik Deutschland lebe. Ich bin Diplom-Betriebswirt, meine Schwerpunkte waren Betriebswirtschaft, Steuern und Rechnen und in dem Bereich arbeite ich auch. Das Gotha-Programm ist im Gründungsparteitag zwischen der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei SDAP, deren Vertreter August Bebel und Wilhelm Liebknecht, vielleicht sagt euch das, war der Vater von Karl Liebknecht, und der Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, ADAV, von Lassalle gegründet. Der verstarb bei einem Duell wegen einer Frau im Jahre 1864 und wurde von Wilhelm Hasenclever vertreten. Er und Wilhelm Liebknecht sind die Gründer der Parteizeitung Vorwärts. Wir wissen, dass es eines der größten Zeitungen mal war in Deutschland. Und die Vorwärts ist nun mal eine Parteizeitung. Das Gotha-Programm ist nicht lang. Deshalb werde ich es vorlesen und meine Bemerkungen machen. Aber die wahre Kritik an diesem Programm werde ich in einem anderen Video darstellen. Und zwar die Kritik des Gotha-Programms von Karl Marx nach deren Veröffentlichung im Mai 1875. So, das Gotha-Programm beginnt. Erstens: Die Arbeit ist die Quelle allen Reichtums in aller Kultur und da allgemein nutzbringende Arbeit nur durch die Gesellschaft möglich ist, so gehört der Gesellschaft, das heißt allen ihren Gliedern, das gesamte Arbeitsprodukt bei allgemeinem Arbeitsrecht nach gleichem Recht jeden nach seinen vernunftgemäßen Bedürfnissen. Über die Definition werden wir noch reden. In der heutigen Gesellschaft sind die Arbeitsmittel Monopol der Kapitalistenklasse. Die hierdurch bedingte Abhängigkeit der Arbeitskräfte ist die Ursache des Elends und der Knechtschaft in allen Formen. Ist heute auch noch so ähnlich. Die Befreiung der Arbeit erfordert die Verwandlung der Arbeitsmittel in Gemeingut der Gesellschaft und die genossenschaftliche Regelung der Gesamtarbeit mit gemeinnütziger Verwendung und gerechter Verteilung des Arbeitsertrags. Also heute nennen wir das Tarifverträge. Die Befreiung der Arbeit muss das Werk der Arbeiterklasse sein, der gegenüber allen anderen Klassen nur eine reaktionäre Masse bildet. Zweitens: Von diesen Grundsätzen ausgehend erstrebt die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands mit allen gesetzlichen Mitteln den freien Staat und die sozialistische Gesellschaft, die Zerbrechung des ehrenden Lohngesetzes durch Abschaffung des Systems der Lohnarbeit, die Aufhebung der Ausbeutung in jeder Gestalt, die Beseitigung aller sozialen und politischen Ungleichheiten. Wohl bemerkt, mit gesetzlichen Mitteln. Das heißt, nicht durch eine Ungerechtigkeit sollte das durchführen. Und deshalb sollte man auch nochmal genau vor Augen führen, hier ist nicht das sowjetische oder die DDR oder Ostblock-System gemeint. Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschland, obgleich zunächst im nationalen Rahmen wirkend, ist sich des internationalen Charakters der Arbeiterbewegung bewusst und entschlossen, alle Pflichten, welche derselben den Arbeitern auferlegt hat, zu erfüllen, um die Verbrüderung aller Menschen zur Wahrheit zu machen. Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands fordert, um die Lösung der sozialen Frage anzubahnen, die Errichtung von sozialistischen Privatgenossenschaften mit Staatshilfe unter der demokratischen Kontrolle des arbeitenden Volkes. Die Produktivgenossenschaften sind für Industrie und Acker in solchem Umfang ins Leben zu rufen, dass aus ihnen die sozialistische Organisation der Gesamtarbeit entsteht.
wohlbemerkt demokratisch, nicht durch Willkür oder durch irgendeinen Staatsapparat, wie es in der Sowjetunion und in anderen Ostblockstaaten stattgefunden hat. Die Sozialistische Arbeit in Deutschland fordert als Grundlage des Staates erstens allgemeines, gleiches, direktes Wahl- und Stimmrecht mit geheimer und obligatorischer Stimmabgabe aller Staatsangehörigen vom 20. Lebensjahr an für alle Wahlen und Abstimmungen in Staat und Gemeinde. Der Wahl- oder Abstimmungstag muss ein Sonntag oder Feiertag sein. Haben wir mittlerweile. Und mittlerweile gehen wir sogar mit dem Alter runter auf 16, wie in den letzten beiden Europawahlen. Zweitens, direkte Gesetze durch das Volk, Entscheidung über Krieg und Frieden durch das Volk. Wir haben ein frei gewähltes Parlament durch das Volk, mit dem Volk. Also haben wir unsere Vertreter auch demokratisch geschickt. Abschaffung aller Ausnahmegesetze, namentlich der Press-, Vereins- und Versammlungsgesetze. Überhaupt alle Gesetze, welche die freie Meinungsäußerung, das freie Forschen und Denken beschränken. Ja, all diese Gesetze, die Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit, die Vereinsfreiheit, die sind ja vom Grundgesetz abgesichert. Die einzelnen Gesetze dafür müssen im Einklang mit der Verfassung oder mit dem Grundgesetz sein. Das gilt auch für die Türkische Republik. Und sogar in der Türkischen Republik ist die Verfassung so weit, dass viele es gar nicht wissen, dass du ohne Erlaubnis eigentlich rausgehen und demonstrieren darfst. Ist ein Verfassungs... In der ob es tatsächlich möglich ist, eine ganz andere Frage. Und allgemeine Wehrhaftigkeit, Volkswehr anstelle der stehenden Heere. Darüber kann man noch diskutieren, wie weit die Verteidigungsbereitschaft vorliegt. Aber es soll vom Volke sein. Viertens. Fünftens, Rechtsprechung durch das Volk. Unentgeltliche Rechtswege. Besitzen wir. Sechstens, allgemeine und gleiche Fortsetzung durch den Staat, allgemeine Schulpflicht, unentgeltlicher Unterricht in allen Bildungsanstalten, Erklärung der Religion zur Privatsache. Ist mittlerweile fast gang und gäbe. Bei der Religion ist da, sind wir noch mit der Grundgesetz etwas unterschiedlich. Aber in Frankreich oder in der Türkei und vielen anderen Ländern ist Religion nun mal Privatsache. Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschland fordert innerhalb der heutigen Gesellschaft erstens mögliche Ausdehnung der politischen Rechte und Freiheit im Sinne der obigen Forderungen. Zweitens eine einzig progressive Einkommensteuer für Staat und Gemeinde anstatt aller bestehenden, insbesondere der das Volk belastenden indirekten Steuern. Seinerzeit gab es eine total ungerechte Einkommensteuer. Für den Adel gab es ganz andere Möglichkeiten als für den gemeinen Volk, für den Lohnempfänger und, und. Heute haben wir ja eine ganz andere Einkommensteuertabelle und Vorgehensweise, die weitaus gerechter war als damals. Über die einzelnen Gerechtigkeitssache kann man ja noch sich streiten. Aber dafür ist die Demokratie da. Drittens, unbeschränktes Koalitionsrecht ist sogar verfassungsmäßig gesichert mittlerweile, was damals auch nicht üblich war. Einen den Gesellschaftsbedürfnissen entsprechend normal Arbeitsvertrag, Verbot der Sonntagsarbeit. Das ist jetzt auch gesetzlich vorgelegt und die Tarifverträge müssen sich auch an diese Sachen, an Verfassungsaufträge und Verfassungsgrundlage halten. Fünftens, Verbot der Kinderarbeit und aller Gesundheit und Sittlichkeit schädigenden Frauenarbeit. Dies ist auch gegeben und wir haben auch noch die Berufsgenossenschaft, die für die Gesundheit als solches aufpasst, für alle Arbeitsrichtlinien und die dann darauf achtet, dass jegliche Arbeit auch wirklich den Gesundheitskriterien und den verfassungsmäßigen Auftrag auch gewährleistet. Sechstens, Schutzgesetz für Leben und Gesundheit der Arbeiter, sanitäre Kontrolle der Arbeiterwohnung, Überwachung der Bergwerke, der Fabrik, Werkstatt und Hausarbeit durch von Arbeitern gewählte Beamte,
ein wirksames Haftpflichtgesetz. Ja, das ist schon so gemischt. Wir haben da natürlich auch Beamte, die natürlich so gesehen vom Volk gewählt sind. Denn die Regierungen, die im Einzelnen, sind ja vom Volk gewählt. Im Parlament haben sie die Mehrheit. Dementsprechend werden diese Beamten dann auch geschickt. Regelung der Gefängnisarbeit. Dafür gibt es extra Gesetzgebung, wie weit sie im Einzelnen gut, schlecht oder vollkommen oder unvollkommen ist und Schwächen hat. Darüber reden wir. Aber es existiert jetzt eine, was früher eher Willkür war. Volle Selbstverwaltung für alle Arbeiter, Hilfs- und Unterstützungskassen. Siehe die Rentenkasse, die Betriebsratswahlen und viele andere sozialen Kassen haben ihre eigene Unabhängigkeit und können walten und schalten, wie von ihnen gewählten Vertreter es entschieden haben. Und das ist schon im Gotha-Programm. Und wir können fast sagen, dass der Gotha-Programm fast 1:1 umgesetzt wurde im Jahr 1875 heute. In vielen Staaten, die die soziale Komponente als Sozialstaat sich betrachten, die einen Gemeinschaftssinn haben, Menschen, die zusammenleben wollen, können darauf aufbauen. Und diese Verfassung sichert uns das alles. Und es gibt mittlerweile Parteien, die dies außer Kraft setzen wollen. Siehe AfD, die in so vielen Formen die soziale Gerechtigkeiten, nur weil sie irgendwelcher Schmarotzer angeblich existieren, dass dann ausgesaugt würden. Das stimmt so nicht. Diese Errungenschaften gilt für alle Menschen. Und wir haben genug Kontrollinstrumente, das zu sehen und zu erkennen. Nur wenn wir dann das Prinzip verlieren, haben wir irgendwann ein großes Problem. Jeder von uns verliert dann seine eigene Unabhängigkeit. Aber keiner soll den anderen einfach ausbeuten können. Das ist auch einer der Grundlagen, warum wir diese ganzen sozialen Gesetzgebungsverfahren haben. So, ich bedanke mich herzlich für euer Zuhören. Ich bitte, dass auch, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch Kommentare habt, bitte ich euch vorzutragen. Und ich werde versuchen, in der nächsten Zeit, aber wann genau, kann ich nicht versprechen, werde ich dann die Kritik des Gotha-Programms durch Karl Marx vorzutragen. Ich danke euch herzlich. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und macht's gut. Tschüss zusammen.